Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei SimCity Online. Ja, wir haben hier ein Gymnasium hochgezogen letztes Mal und wollen jetzt allen Sims die Möglichkeit geben, auch zur Schule zu gehen. Da müssen wir erstmal wieder Bushaltestelle machen, beziehungsweise die Schulbushaltestellen, damit auch kein Kind vergessen bleibt. Was auch sehr witzig ist, dass ich in, lasst mich nicht lügen, in Duisburg, der Stadt, fast 5 Punkte Bildungsniveau habe, weil einfach alle reichen Kinder in die Schule können, weil der Verkehr natürlich auch besser ist, dadurch, dass niemand da wohnt so gut wie. Es sind ja, glaube ich, um den Dreh 10.000 Einwohner gerade mal. Deshalb passt das alles schon. So. Dann müssen die auf die Seite. Läden brauchen keine Bushaltestellen für Schüler. So, ich glaube, damit haben wir sie alle. Ja, sieht ganz gut aus. Ach, wir haben die ersten größeren Apartments. Und wir können unser wundervolles Bürgermeisterhaus auch aufbauen. Wenn ich es gerade finden würde. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Yippie-ki-yay! Es macht alle glücklich. Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch direkt die Nissan-Ladestation machen, die auch alle Leute glücklich machen. Das ist nämlich das Tolle an diesem kostenlosen DLC, es ist einfach so ein ganzer Stadtpusher. Und es fahren halt kleine Nissan-Autos in der Stadt rum. So, dann können wir hier die auch noch abreißen. Ich glaube auch ohne die freien DLCs, also mit der Nissan-Ladestation, also kann man halt auch nicht die 95% Zufriedenheit bekommen. Weil einfach, wo sollen sie herkommen? Ich hoffe, das Abwasser reicht für letztendlich die Größe meiner Stadt. Nicht, dass ich hier noch eine Abwasserpumpe setzen muss. Da habe ich gar keine Lust drauf. Boah, das hier muss doch besser gehen, oder? Kann nicht sein, dass wir hier durchs Wasser fahren. Genau. So, das Wasser ist jetzt schon mal weg, jetzt ist das einfach nur eine Scheißstraße. Ach, Menno, ey. So, alle einfach glücklich machen. Überall da, wo Platz ist. Sehr schön. Wie viele Schüler haben wir in der Town? Okay, Upgrade Rathaus. Ausbauen müssen wir nicht, das haben wir ja alles schon in der Region. Öffentliche Verkehrsmittel. Nix. Bildungsniveau? Nö. Begangene Verbrechen. So. Jetzt haben wir natürlich alle äußeren Stellen zugeballert mit irgendeinem Kack, sodass wir nicht mehr die wichtigen Gebäude bauen können. Machen wir es so erstmal. Diese Franzosen. Nein, diese Pariser.
Müllabfuhr. Hier bildet sich eine höhere EK, weshalb? Wegen der Polizeistation nur. Baum. Ist ja hammer hart. Reißen wir ihn mal rein. Ein. So, ein paar Transporter. Toll, der Wind zieht natürlich genau über mein ganzes Gebiet. Die Gebäude der Stadt machen mich unglücklich. Ja, okay, wenn man neben Müllverbrennungsanlage wohnt, dann ist man vielleicht doch ein bisschen angepisster. So. Jetzt können wir auch mal die Kredite zurückzahlen. Und schauen, wie sich die Stadt denn weiterentwickelt und wann wir denn die Bürgermeistervilla bauen können. Ist ja auch das einzige sehr wichtige gerade. Bevölkerungstechnisch und Gebiete annektieren, ausweisen, sind wir ja fertig. Hohe Nachfrage nach Industrie, kriegt er aber nicht. Das Einzige, was er noch von mir bekommt, ist die Klinik. Damit alle Grundbedürfnisse erfüllt sind. Nein, wir sind nicht bei Arno, wir sind bei SimCity. Aber auch hier gibt es Grundbedürfnisse und halt Müllwagen, die ständig im Kreis fahren. Oder hintereinander. Wo man immer sehen kann, ja, Pi mal Daumen, arbeiten effektiv 2 von den Müllwagen. Aber sonst treiben die einfach wie die Bekloppten hier rum. Weil Max es nicht schafft, eine Stadt in Rastern einzuteilen, wogegen, also wo dann die Müllwagen die Raster abfahren und nicht immer, ey, guck mal, da ist Müll, oh, da fahren wir jetzt hin, alle. Oh, da ist nochmal Müll. Da fahren wir auch hin. Ach, und da ist nochmal Müll. Da fahren wir auch hin. Ach, und da ist nochmal Müll. Ach, da fahren wir auch hin. Schreckliche Geschichte. Komischerweise sind trotzdem meine Bewohner sehr glücklich. Du, 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 40.000 Sims. Das kriegen wir ja wohl noch hin. Breitet euch aus. Ich würde sagen, den Bereich brauche ich gar nicht an der Hauptstraße. Der führt nur zu Problemen. Genauso wie der Bereich. Können wir dann lieber abreißen. So. Haben wir noch irgendwo, wo wir an die Hauptstraße gebaut haben? Sieht nicht so aus. Können wir natürlich noch ein bisschen Natura setzen. Ich finde das hier vorne nämlich ein bisschen kahl. Das muss ja nicht sein. Bäume werten wirklich jede Stadt auf. Baut mehr Bäume. Irgendwie erinnert mich die Musik ein bisschen an Phantasia. Hieß doch so, oder? Wo Mickey Mouse Zauberlehrling ist und dann die Besen verzaubert, dass die alles putzen sollen und dann gehen die einfach, dann vermehren die sich bis unendlich.
und machen alles kaputt, weil sie nicht mehr kontrolliert werden können von Mickey Mouse. Und später kommt der große Zauberer und rettet alles. Theoretisch sollten die alle wachsen. Wachs doch bitte. Was gibt's denn für Frankreich? Achso, Franz waren Polizeiwache 10 Verbrechen einstellen, aber ach, das ist ja auch Mumpitz. Da ist auch immer. Stellen Sie im Spiel für sämtliche Spezialisierungen Zentralen auf. Aber ich habe doch für alle Spezialisierungen schon die Zentralen aufgebaut. Oder Jumbo-Region und sowas, geht ja alles gar nicht mehr. Ich hatte doch schon mal eine Region mit über 1 Million Einwohner. So, trotz Kreisverkehr staut es sich jetzt. Erhöhen wir mal eben noch die Dichte hier. Damit der Verkehr vielleicht etwas besser in die Stadt abfließen kann. Na komm, wächst und gedeiht. Damit wir die Bürgermeistervilla bauen können. Und dementsprechend die höheren IK-Schichten anfangen können. In welchen dann letztendlich die ganzen Pariser wohnen werden. Also die Leute im Pariser Städteset. Wo ich echt gespannt bin. Ich glaube, das Pariser Städteset habe ich noch gar nicht gesehen. Überall sterben alle. Schüler haben wir 1358. So, jetzt kommen hier Schulbusse von. Fährt Sims zur Schule der Nachbarstadt. Schulbus aus Duisburg. Dabei ist in Duisburg auch nur eine Schule für 800. Haha, noch mehr. Zu wenig Platz im Erhöhen der Dichte. Es ist schrecklich. Dann töten wir die Zwischenstraße. Dadurch sparen wir ein bisschen Platz ein. Bauen die Läden nach hier unten. Dann können sie auf jeden Fall ihre Dichte erhöhen. Selbe machen wir hier oben. Das ist dann, wenn die Straße ein bisschen schräg wird. Obwohl es nicht immer stimmt, wenn die sagen, wir haben zu wenig Platz fürs Erhöhen der Dichte. Kann man manchmal sagen, dass die einfach keinen Bock haben. Was wir hierbei natürlich verlieren, ist immer ein bisschen Sicherheit beim Verkehr. Also das kann es eigentlich nicht sein. Die sind genauso breit wie die Straßen daneben. Das glaube ich euch jetzt nicht. So, bauen wir hier oben noch ein Krankenhaus. Hätte ich mir sogar ein bisschen was sparen können. Minus 0,1 von Wasser. 103, 32,5 in der Region. Man kann natürlich hier auch einen eigenen Wasserturm aufbauen. Aber eigentlich will ich das meiste zukaufen. Ich will nicht
selbst Wasser hier rausholen. Was macht unsere Bildung? Bildung steigt. Immerhin ein bisschen. Ach, verdammt. Ich hasse es, dass dieses Stück dann immer außen bleibt. Dann machen wir es halt so. Aber dann erhöht jetzt eure Dichte auch. Ha, da ist direkt ein größerer. Sehr gut. Bürgermeister Villa. Setzen wir mal hier oben hin. Und jetzt geht's los, die Reichen in das Gebiet zu holen. Können wir hier noch die paar abreißen. Haben noch 200.000, ist okay. So, Plaza. Bup, 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 bup. Na, was soll das? Ich weiß, ich kann an die Parks auch dran bauen. Ist jetzt mir aber an der Stelle ziemlich uninteressant für mich. Jetzt reißen wir auch direkt mal die ganzen großen Parks außen ein. Das macht die Leute natürlich zuerst unglücklich, aber später sind sie umso glücklicher. So, haben wir irgendwo noch einen... Hier haben wir noch ein großes Feld. Ein großes Feld, Park. warum habe ich denn keine Genehmigung für den Kram? Ich habe doch eine Tourismusabteilung in der Region. Dann bauen wir halt nochmal eine. Ist ja doof. So, wir werden aber die Upgrades noch nicht fahren, weil es geht dann in die falsche Richtung. Bau es halt jetzt. Das macht nämlich richtig viele Leute glücklich in der Umgebung. Das ist immer richtig cool. Die Armen müssen gehen, die Reichen kommen rein. Traurig, aber wahr. So, dann können wir hier auch nochmal ein Amphitheater machen. Können jetzt auch mal die Steuern auf normal setzen. Industrie wollen wir ja eh nie haben. Dann können wir auch die Steuern auf Maximum setzen. Komisch, dass die Feuerwache hier irgendwie so eine Medium-EK-Geschichte wird. So.
Das kostet alles Kohle. Ich habe es letztes Mal auch anders gemacht. Jetzt wäre es auch ein ganz schöner finanzieller Akt. So, dadurch haben wir nochmal EK erhöht. Bup, 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 bup. Machen wir hier hinten mal nur jeden zweiten. Ah, okay, und hier oben haben wir ihn noch. Jetzt können wir mal anfangen, hier die Upgrades zu fahren, um die Zufriedenheit in der Stadt zu erhöhen. So, dann reißen wir die, Armen mal ab. Es bilden sich direkt große Unternehmen. Oh, meine Zufriedenheit ist nicht mal bei 75%. Wahrscheinlich, weil ich so viele gerade rausgeschmissen habe aus ihren Wohnungen. Das könnte die Stimmung insgesamt etwas gedrückt haben in der Stadt. Du, du, du. Parks, wo seid ihr? Ach, ich bin auf dem Park schon drauf. Ja, Proof, alles ist gut. Sie werden kommen, dich versorgen, für dich da sein. Hab keine Angst. Denn sie wissen nicht, was sie tun. So, jetzt werten wir die Anlage hier oben ein bisschen auf. Das ist wirklich 480 die Stunde kostet das Amphitheater. So, das war das. Jetzt können wir nochmal die Plaza-Geschichte durchführen. Ach, Riesenmonster erscheint. Ah, da habe ich gar keine Lust gerade drauf. Man sieht mein Interesse am Riesenmonster. So. Dann müssen wir am besten noch hier in der Mitte einsetzen. Wo ist er denn? Ach, da unten rennt er. Ja, lauf durch meinen. Ja, lauf durch mein Rathaus. Komm, ey. Dämliches Monster. Geh weiter. Hier haben Leute zu arbeiten.
alle haben sie zu wenig Kunden. Aber ist mir jetzt auch egal. Genau, jetzt geh auf die Müllkippe, fress ein bisschen Müll, aber verzieh dich. Genau, du hast auf dem Weg noch meine französische Polizeiwache kaputt gemacht. Aber stör dich daran nicht. Ich kann das verstehen, wenn man als Monster böse ist. So, noch einen Kredit aufnehmen. Tja. Müssen wir auch mal eben so machen. Dann brauchen wir definitiv noch ein Gefängnis dabei. Und wieder ist gut. Da buddelt er sich ein und ist weg. Sind wir auch schon runter auf 10.000 Einwohnern. Trotzdem haben wir hier überall noch so ein paar, tja, wie soll man sagen, Geringverdiener, die in der Stadt mir das Bild zerstören. Wo man echt gucken muss, wie ich die denn wegkriege mit der Zeit. Hier oben sind lustigerweise mal keine. Ach ja, ach ja, ach ja. Nur auf der Durchreise. Oh nein, wir sind alle krank. Na gut, Freunde der Spikotour. Das war der nächste Schritt in Richtung französische Stadt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play SimCity Online. Ciao, euer Doc.